يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. Vergiss nicht, du lebst in einer Zeit, wo Dajjal ist. Dajjal heißt, du hast Durst, die stellen dir nicht ein Glas Wasser, die stellen dir ein Cola davor. Aber du trinkst ein Glas Cola, du hast Verlangen nach noch mehr ein Cola, bis deine Zähne kaputt sind. Wenn du jetzt die Plakaten heutzutage siehst, Werbung. Werbung geht der größte, fast mehr als 50% der Budget geht an Werbung. Mehr als alles anders an Werbung. Und wisst ihr, was heißt Werbung heutzutage? Werbung heißt, du machst die Leute zum Glauben, dass sie das brauchen, obwohl sie das nie brauchen. Das ist deren Motto, das ist das A und O von Dajjal. Das ist das Sihr. Die Werbung, die Werbeleute sind nichts anderes als Dajjalin, als Leute, die Sihr machen. Die arbeiten auch viel mit Subliminale, mit also unterbewusst Messages. Die arbeiten auch viel mit Farben. Die machen Appell an deine Gehirn. Guck mal, subhanallah, viele Jinn, die reagieren auf Farben. Und diese Karin und diese Shayatin, die mögen auch diese Farben spielen. Machst du irgendeine Farbekombination und so? Und das ist schon sehr bedeutend in Sihr. Die Disco-Kugel hat viel Farben. In manchen Hadra, die machen Tücher mit verschiedenen Jede. Und diese Leute, die Werbekampagnen machen, Werbespots machen, die spielen viel mit diesen Farben und wir wissen das nicht. Achi, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الله hat عظيم zu deren Zauberei gesagt. عظيم, das heißt gewaltig, krass. Allah mit Allahs Zeugnis, dass die سحرة von Pharaon جاءوا بسحر عظيم. Allah ist Zeuge, dass diese Sihr ist azim. Natürlich, Musa a.s., der hat deren Sihr richtig zu Asche gemacht. Aber subhanallah, für uns Leute, die wir gar nicht sowas wissen, wallahi, wir würden das gar nicht merken, außer wenn wir Sunnah von dem Prophet a.s., aber Sunnah, aber richtig Sunnah. Stellt euch mal vor, wäre der Prophet a.s. in Deutschland wohnen, jetzt ernst, und dann jeden Tag mit den Jugendlichen so treffen, und fünfmal am Tag in Nur-Moschee seine Gebete verrichten würde, und dort Imam sein, würde der Prophet so machen, in Deutschland leben, in Frankreich leben, ja, nein, nein, dann ist kein Sünder. Dann ist normal, wenn wir hier leben und dass diese Sünder vernachlässigen, denn man kann nicht erwarten, dass der hundertprozentig geschützt wird. صباحا ومساء غربا.